Ja, hallo und willkommen hier zur 11. Folge City Skylines 2 auf meinem Kanal. Ja, das müsste jetzt hier die erste Folge sein, wieder wo die Grafik auch bei schnellen Map-Bewegungen deutlich besser ist. Ich habe, glaube ich, die Einstellung gefunden, die ich so ein bisschen vergeigt hatte. Ich hatte für die Aufnahmequalität die Bitrate und auch die Frames pro Sekunde viel zu hoch gesetzt. Ich hoffe, dass das jetzt erledigt ist. Also ich habe das Frames ein bisschen runtergesetzt. Ich nehme jetzt nur noch mit 30 pro Sekunde auf. Das sollte für ein Video eigentlich ohne Probleme machbar sein, gerade für City Skylines. Und zum anderen habe ich die Kilobitrate pro Sekunde auch von, ich glaube, die war standardmäßig auf 3000 oder so eingestellt, was bei HD ein bisschen sehr gering ist, auf, ich glaube, jetzt 15.000 hochgenommen. Das sah jetzt zumindest vorher beim Angucken schon mal ganz okay aus. Natürlich hier die Grafikeinstellung von City Skylines verhindert das nicht. Aber die extremen ja, Pixel sollten auf jeden Fall damit jetzt erledigt sein. Ja, was haben wir heute vor? Wir werden uns heute um unseren guten ÖPNV kümmern, werden jetzt hier Busse installieren überall auf der Map. Fangen auch direkt hier unten an, werden natürlich auch ein bisschen noch, ja, dann logischerweise auch die Straßenführung noch das ein oder andere an der ein oder anderen Stelle ein bisschen anpassen. Aber ich denke, unterm Strich sollte das hier ohne Probleme alles laufen. Und genau, wir fangen hier unten auch direkt an. Wir haben hier eine U-Bahn-Station. Das heißt, wir können jetzt hier Busse uns ranholen und werden das natürlich auch sofort tun. Und dann geht's los. Wir haben ja unser Depot schon gebaut gehabt. Das hatten wir ja auch schon ausgebaut gehabt. Da sind jetzt, glaube ich, knapp über 70 Busse drin. Bin sehr gespannt, ob die reichen werden. Ich denke aber schon, nee, hier machen wir keine zwei Richtungen, das ist ein bisschen übertrieben. So, dann müssen wir jetzt hier unten mal übrigens überlegen. Ich würde gerne das einmal, glaube ich, so machen. Dann geht ruhig hier lang, dann da lang, da lang, da einmal lang. Hier zurück. Also wir machen hier in den großen Gebieten natürlich auch mehrere Haltestellen, also mehrere Linien. So ist nicht, aber ich glaube, dass das so durchaus passen könnte. Probieren wir mal. Ich meine, der Sinn ist es ja quasi, dass die Busse. Ja, die Busse sind jetzt gerade eher das, habe ich das Gefühl. Ne, das machen wir so nicht. Wir machen das mal so. Ihr geht jetzt hier nochmal lang. Und dann geht ihr bitte hier so lang. Also sprich von hier nach da. Nach da. Nach da, hier hoch. So lang, so lang. So. Und dann einmal hier wieder zurück. So. So. Genau, und dann haben wir hier nämlich so ein bisschen auch das Netz angebunden. So, dann gehen wir natürlich hier direkt jetzt weiter, machen hier die Linie, setzen die hier hin, setzen die hier hin. Ja, hier zurück, das ist okay. Und dann hier so lang. So. Können ruhig ein paar Überschneidungen drin haben, das ist ja prinzipiell alles nicht schlimm. Wichtig ist halt, dass man oder dass die Linien an sich halt wirklich die Stellen jetzt ein bisschen anlaufen, wo weder Straßenbahn noch U-Bahn rankommen. Ja, es ist okay. Gut. Genau, hier, das haben wir. So, jetzt machen wir hier. Ihr startet bitte hier. Geht dann hier ins Wohngebiet rein. Einmal hier durch. Könnt hier wieder Leute einsammeln. Das ist in Ordnung. Geht dann hier lang. Hier wieder zurück. Hier wieder zurück. Genau. So, das heißt von hier nach da, nach da, nach da. Geht ja darum, dass die Busse quasi,
Ja, doch. Genau, dann so. Dass die Busse die Leute komplett nach Hause oder zum Arbeitsplatz bringen. So, dann hier lang und daran. Ich mache auch gerne immer mal ein paar mehr Linien, also die Linie an sich nicht zu lang. Eine gewisse Länge kann sie ruhig haben, das ist jetzt nicht schlimm. Also hier hinten können wir auch ruhig durchgehen, das ist in Ordnung. Weil wir wollen ja am Ende auch nicht auf immer 30 Buslinien hier haben. Erstmal blickt da kein Mensch mehr durch. Und zum anderen macht das auch nicht wirklich Sinn. So, dann könnt ihr ruhig von hier. Eigentlich wäre es gut, wenn die hier. Wenn die kommen so, gefahren so, fährt so. Ja, doch, dann machen wir das so, dass du hier unten nochmal anhältst. So. Genau, dann fahr bitte so. So lang. So lang. So lang. Da lang. Da lang. Hier einmal anhalten. Da einmal anhalten. So. Und wieder zurück. Ja, ich hoffe auch, dass ich die Aufnahme jetzt hier zu Ende als One-Take wieder aufnehmen kann. Wir haben nämlich bei uns im Haus einen kleinen Wasserrohrbruch. Zum Glück Frischwasser, da bin ich immer sehr froh drüber. Also es kann passieren, dass wenn auf einmal Geräusche im Hintergrund zu hören sind, dann ist das, ja. Dann bohren die, stemmen die Wand auf, was auch immer. Ich hoffe natürlich, dass das nicht eintritt. Aber es kann durchaus passieren. So, jetzt ziehen wir da einmal lang. Hier, das passt. Wo wir ziehen hier auch mal einmal runter. Ich weiß zwar nicht, ob wir was brauchen werden, aber wer weiß. Hier ziehen wir auch noch mal ein nach unten. Gut, dann. Wie machen wir jetzt hier weiter? Ich würde sagen, wir ziehen dich hier lang. Dann kannst du hier ruhig in der großen einmal halten. Fährst hier rein. Fährst. Nee. Jetzt hier. Fährst hier durch. Jetzt hier noch einmal an. Jetzt da oben an. Jetzt da an. Fährst hier durch. Hältst hier an. Wo haben wir angefangen? Da. Genau, dann könnt ihr hier die noch mitnehmen. Und so. Wir müssen dann natürlich auch aufpassen, gerade bei den ganzen Buslinien jetzt, dass wir den Verkehr nicht zu sehr verstopfen, wenn wir hier 20.000 Busse auf der Straße immer zur Verfügung stellen. Das wäre natürlich nicht so hilfreich. Also wir wollen ja den Verkehr durch die Buslinien entlasten und nicht belasten. So, dann daran. Aber auf jeden Fall, ja, dann hältst du hier halt Rückzug nicht. Sollte es so funktionieren. Daran war. Genau. So, dann haben wir das, das, das. Dann machen wir hier nochmal eine zweite Haltestelle hin. Dann hältst du bitte einmal da oben. Erst da lang. Fährst da lang, hältst hier, hältst da, fährst hier wieder rein ins Wohngebiet, hältst da und hältst vor der Schule. Genau, also ich mache das schon so, dass die Buslinien ein bisschen verschnörkelter sind. Der Sinn ist halt wirklich, also wir machen es jetzt nicht so, dass jede Bus- oder jede Straßenbahnhaltestelle eine Buslinie noch zugeordnet bekommt oder U-Bahn-Haltestelle, sondern es soll schon, sag ich mal, relativ sinnvoll sein. Und ja, also wenn da jetzt nicht überall immer direkt auch ein Bus hält, denke ich mal, ist das schon in Ordnung.
So, dann machen wir das so. Da, 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 da und da und zurück. So rum. So, dann haben wir jetzt hier Busse, hier Busse, hier Busse, hier Busse, da Busse. Dann machen wir jetzt hier nochmal Busse. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einmal nochmal runter. Hier unten, hier gehen wir auch nochmal runter. So. Dann müssen wir uns jetzt mal überlegen. Wir machen hier auf jeden Fall die Einsteigehaltestelle. Dann einmal hier lang. Wir ziehen das hier lang. Halten da, halten da. Wir können ja auch schon mal laufen lassen, das Ganze. So, dann, wie wollten wir fahren? Hier unten wollten wir rum. So rum, so rum. So rum. Wir lassen das Ganze dann auch mal einen Monat laufen und dann nachgucken wir dann mal, wie sich das so entwickelt. Also sprich, ob wir dann Busse dazu packen müssen, wegnehmen müssen. Okay, das würde ich so lassen, obwohl, nee, hier können wir ruhig hier hinten einmal so machen. Und dann würde ich sagen, machen wir das so, dass hier einmal der Bus hält. Hier einmal der Bus hält und hier einmal der Bus hält und danach bitte einmal hier runter noch fährt. Ich denke, das ist so in Ordnung. Ich würde das auch als einen Rundkurs machen. So, und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das so entwickelt und vor allem, wie viele Leute dann auch mit dem Bus etc. fahren. Wie viele wir da mitkriegen. Aber das würde ich sagen, das beobachten wir jetzt erstmal. Lassen es jetzt mal eine Weile laufen. Ich bin auch sehr auf die Aufnahme gespannt. Genau. So, dann machen wir jetzt hier mal damit ein bisschen weiter. Und gucken jetzt mal, dass unsere Stadt wieder ein bisschen Wachstum bekommt. So, wir brauchen hohe und mittlere Dichte sehr viel. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hier einen Block mit hoher Dichte. Machen hier noch ein bisschen davon. Ja, haben wir schon mittlere Dichte. Dann würde ich sagen, setzen wir hier nochmal einen großen Block mittlere Dichte hin. Und setzen hier die mit auch hohe Dichte. So. So. Dann machen wir jetzt hier Gewerbe hin. Und ein paar Büros kommen auch noch hin. Und die setzen wir hier hin. Dann kommt hier nochmal Gewerbe hin. Mal gucken, ob sie das nochmal erkennt, die Haltestelle, oder nicht. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir hier die die Straße, ziehen hier einmal Gewerbe lang. Ich denke, das ist eine gute Stelle dafür. Dichtes Gewerbe kannst du an der Stelle nicht nehmen. Aber ich denke, das ist selbsterklärend, woran das liegt. Genau, so, dann haben wir jetzt hier Stau, das ist nicht so gut. Scheint sich aber auch nochmal zu klären. Ja, der Stau geht hier lang, okay. Warum? Weil es zu viele Autos sind, logischerweise.
So, dann machen wir mal das Ganze dreispurig und gucken mal, wie sich das dann entwickelt. Und hier die Auffahrt machen wir auch zweispurig. Gucken, ob das was bringt. So, beobachten wir mal und gucken dann einfach mal, was sich da so ergibt. Aber hier scheint es sich auch zu stauen, aber das, ja. Oh je, hier staut sich aber gewaltig. Ja, dann würde ich sagen, ist das hier doch ein Punkt Kreisverkehr, aber warum geht es nicht? Und der Kleine geht, aber der Kleine bringt mir nichts. Dann machen wir das nochmal anders. Machen wir das mal so. Genau, setzen den dahin. Klappende Objekte, dann so. Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob ihr sich das Ganze jetzt dadurch ein bisschen entschärft. Und dass wir hier dadurch ein bisschen mehr Verkehrsfluss reinkriegen in die Geschichte. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus, würde ich sagen. Aber das beobachten wir mal dann noch. Lassen wir jetzt einfach mal eine Weile laufen. Gut, hier kommt hohe Dichte hin. Das ist in Ordnung. Hier, das würde ich sagen, wird dann mittlere Dichte. Das passt auch erstmal so. Dann gucken wir jetzt mal, wie sieht denn das jetzt hier mit Parks aus? So. So. Da brauchen wir keinen. Hier noch einen hin. Gut, dann Parkplätze könnten wir auch machen. Da können wir auch mal Tiefgaragen freischalten. Damit wir hier auch genug Parkplätze bekommen. So. Das würde ich erstmal so lassen. So. Dann hier unten noch ein paar kleine hingesetzt. So. Oh, hier haben wir noch gar keinen Parkplatz. So. Genau. Und so kriegen wir das auch hin, dass das jetzt alles hier vernünftig funktioniert. In der nächsten Folge werden wir uns dann mal wieder um den, um die Industrie kümmern. Und genau, dann würde ich sagen, haben wir doch unser Ziel heute erreicht. Haben auch ein paar Parkplätze noch gebaut, haben wieder für ordentlich Wachstum gesorgt. Wir können jetzt nochmal gucken, wie sieht es ÖPNV-technisch aus. 44.000, also mehr als Einwohner, oder, ja doch, es nutzen mehr, wir haben mehr Fahrten pro Monat, als wir Einwohner haben und damit würde ich sagen, das ist so eine sehr gute Sache. Busse mit 6.000 werden auch gut genutzt, das ist in Ordnung so. Wir müssen dann jetzt nur mal gucken, genau hier, die Nutzung ist teilweise relativ niedrig, da können wir zum Beispiel bei der Buslinie 1 hier die Fahrzeuge reduzieren, oder erstmal den Preis reduzieren. Wir gehen auch anders an die Sache ran. Wir gucken mal, wie viele Busse wir auf den Linien haben. Und gucken dann auf die Auslastung. Hier zum Beispiel drei Fahrzeuge. Das können wir runternehmen auf zwei. Machen die Linie dann kostenlos. Und so werde ich das jetzt einfach mal offscreen dann nochmal durchgehen. Würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.